So, das geht hier gerade rucki zucki hin und her. Mal schauen. Dann hätten fliehen wieder irgendwo einen Kampf, den ich nicht sehen kann. Hier, ja. Unsere Huskale mit dem General geraten in Panik bereits. Ich hoffe, die können sich nochmal sammeln. Hier drüben haben wir Stand gehalten, das war wichtig. Und jetzt sind sie zermürbt und zurückgedrängt und werden von dem gegnerischen General verfolgt. Auch hier sehen wir gar nicht gut aus. Das Problem ist halt, dass er hier von diesem Hügel runterkommt, ne? Das gibt ihm nochmal Vorteilspunkte. Ah, jetzt hat er hier die Bogenschützen weggejagt, was wir erwartet haben. Und steht hier eigentlich ganz gut für uns. Oh, hier ist er durch unsere Reihen durchgekommen. Ja, klar, weil wir hier links und rechts von ihm angegriffen haben und niemand da ist, um ihn in die Kontrollzone zu nehmen. Also, puh, mal gucken. Müssen wir vielleicht einen kleinen taktischen Rückzug machen. Irgendwo haben wir wieder gut durchgehalten. So, auf der Flucht, auf der Flucht, auf der Flucht. Hoffentlich sammelt ihr euch nochmal. Bogenschützen sind jetzt nicht so wichtig, fliehen aber ebenfalls. So, wir kommen mal wieder zurück, auch wenn die uns hier hinfortgejagt haben. So, okay, ich würde die Einheit hier gerne beschießen. 4, das ist ja lächerlich. Wir können hier einen Flankenangriff hinbekommen. Dann hat er die Option, hier rumzugehen. Das heißt, wir müssten darauf hoffen, dass wir hier sehr, sehr schnell erfolgreich sind. Machen wir das mal ruhig. Das Risiko will ich eingehen. Wir haben das verloren. Wir hätten irgendwie 40% Siegchance. Also, boah. Glück ist echt nicht auf unserer Seite. Wir müssen die Kavallerie zurückholen, würde ich sagen. Sieht so aus, als wenn er auch hier rumgehen will, aber soll er. Das wird ein bisschen Zeit kosten. So. Unentschieden. Komm, wir müssen jetzt hier rein. Wir müssen Entscheidungen herbeiführen. Geschwächt. Gut. Immerhin. Sieht ja noch halbwegs okay aus auf diesem Flügel. Abgesehen von dem, was hier gerade passiert. Die werden uns, wie gesagt, die werden uns jetzt hier wahrscheinlich die Berserker hier flankieren. Sowas darf eigentlich nicht passieren, dass die hier durchsickern können. Da muss die Kavallerie nächste Runde zurückkommen. Ah, ob wir da rechtzeitig hinkommen, weiß ich aber nicht. Bezweifle ich noch. So, dann feuern wir mal auf die Einheit. Die möchte ich nämlich als nächstes angreifen. Und zwar mit Snorre. Jetzt sollten wir Vorteil haben, weil wir vom Hügel runterkommen ein bisschen. Er steht zu einem leichten Hang, ist geschwächt. Immerhin, muss man ja sagen. Auch nicht gerade selbstverständlich in unserer Situation, dass sowas passiert. So, wen müssen wir hier am ehesten unterstützen? Die Einheit ist sehr geschwächt, zahlenmäßig. Die Einheit ist nicht zahlenmäßig, aber inhaltlich hätte ich fast gesagt geschwächt. Ach, zermürbt, weil sie in Angriffsreichweite von feindlichen Einheiten waren, mussten sie einen Test machen und wurden dabei zermürbt. Wir werden mal den entlasten hier. Ach, unentschieden. Unentschieden. Ja, und hier werden wir wieder verlieren, so wie es aussieht. Die Einheit kommt nicht rein. Hier gibt das keinen Sinn. Wir waren nur da reingegangen, um zu verhindern, dass sie uns flankieren können. Warum kann die Einheit nicht vorrücken? Ich möchte mit denen auch ungern hier reinziehen. Haben wir denn noch irgendwo einen General, den wir hier zum Sammeln verlegen können? Nee, der ist hier noch drin.
Können wir die drehen zumindest? Das können wir. Und dann müssen wir die Kavallerie hier wieder rausnehmen. Geschwächt zumindest nur. Dann sind die hier nämlich in der Kontrollzone. Das ist okay. Unentschieden. Die bewachen das Feld. Ist auch okay. Die werden jetzt wahrscheinlich hier fliehen. Ja, 99%. Unglaublich. Und ich dachte, das wäre unser starker Flügel, aber offenbar nicht. Standgehalten, aber kaum noch Männer drin. Die werden auch bald Richtung Zwangspanik tendieren. Hier 50-50, ob wir verlieren oder nicht. Ja, zermürbt. Ah, du Schreck. Ich kann hier auch vom Hügel nicht runtergehen. Steht er jetzt hier. Und hält mich hier fest. Der Kavallerie kann ich hier runtergehen. Das geht. Die bindet die Einheit auch. Da hilft nichts. Muss auf den steilen Hang runter. Ihr sollt doch stehen bleiben. Ihr müsst leider auch stehen bleiben. Die Kavallerie. Könnt ihr hier angreifen für eine 3% Chance? Nee. Sieht ganz schrecklich aus hier. Der Flügel bricht auseinander, der rechte Flügel. Am linken Flügel ist er uns zahlenmäßig überlegen, aber qualitativ bisher nicht. Wobei er jetzt hier durchgesickert ist mit einer Schildwall-Einheit und uns hier wahrscheinlich in den Rücken fallen wird. Was dieses, unsere qualitative Überlegenheit neutralisieren wird. Schade, schade. Also ich glaube, das ist verloren. Mal gucken, wie viel wir noch rausholen können. So, werden wir letztendlich hier jetzt zusammenbrechen. Sein Schildwall sammelt sich. Die Bogenschützen auch. Hier kommt der nächste Angriff raus. Oh Mann, mit dem Charge sind die echt gut, ne? Weil sie offensive Speerträger sind. Ist ja zermürbt jetzt hier, die werden jetzt... Ja. Nee. Hier unten werden unsere fliehenden Einheiten angegriffen, um Platz zu machen, damit wir da überflügelt werden können. Schildwall-Einheit hier drüben in Panik geraten. Unentschieden gegen die Hirtmänner. Bogen gegen Bogen. Da haben wir eine von ihm in die... Ah, direkt aufgelöst. Sehr gut. Und da kommt jetzt der Flankenangriff sogar auf den General hier oben. Das ist ja ganz unglücklich. Aber standgehalten. Standgehalten ist gut. Hier kommt der Folgeangriff. Sie haben unsere Bogenschützen verfolgt. Unentschieden. Und da rückt aber die nächste Einheit jetzt durch. Angriff auf die Kavallerie. Das ist ja auch interessant. Und hier bedroht er jetzt unsere Flanke. Sehr, sehr unglücklich. Allerdings steht er auch auf dem steilen Hang. Da muss ich jetzt mal gucken, wie da die Chancen sind. Er reitet tatsächlich mit der Kavallerie in das unebene Gelände rein. Das ist auch interessant. Ja, hier haben wir schon wieder einen Nahkampf verloren. Hier wird der Gegner verloren, interessanterweise. Noch einen, beide standgehalten allerdings gegen unsere Berserker. Ja, Leute, ihr müsst euch jetzt mal sammeln hier. Kommt mal. Und unser Zug. Also wie gesagt, hier ist eigentlich der Plan, dass wir hier rüberkommen und hier irgendwie unterstützen, hier denen zum Beispiel in die Flanke fallen. Problem ist, jetzt stehen die hier schon so. Wie können die im unebenen Gelände gehen? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Zwei, glaube ich, ne? 1, 2, dann bedrohen sie unsere Flanke hier. Aber das heißt, sie dürfen uns eigentlich noch nicht angreifen können. Machen alle kaum Schaden hier.
Sind auch schon ja selber hier reduziert und haben keine Munition mehr. So, jetzt stehen wir beide auf dem Hang. Und hier wird aber nächste Runde der Flankenangriff kommen. Der Feind zieht sich allerdings zurück. Bringt uns aber... Doch, das bringt uns doch was. Wir dürfen uns noch drehen. Ah, hervorragend. Das war wichtig. Der Sieg hier gegen die Hirtmänner. Problem ist nur, wenn die uns jetzt angreifen, dreht sich die Einheit in die Richtung und dann können sie uns von da oben wieder flankieren. Also das hat er auch wieder gut gemacht, muss man sagen. Geschickt dazu. Stark gehalten. Mensch, Leute, wir brauchen endlich mal hier einen Sieg. Ja, auch verloren den Kampf. Unentschieden. Die sind schon geschwächt, trotzdem nur unentschieden. Die müssen noch nach hinten rauskämpfen. Hoffentlich auch unentschieden. Ja. So, ihr habt die nächsten Gegner vor euch. Dann macht doch hier mal weiter. Das sollte vielleicht eh nicht gut klappen. 42, zurückgedrängt. Das war vielleicht nicht das Beste, was hier hätte passieren können. Weil er sich jetzt hier drehen und uns in der Flanke bedrohen kann, zumindest perspektivisch. Hier hoffen wir weiter darauf, dass diese hier sammeln. Und hier irgendwo müssen wir jetzt mal in den Kontakt reingehen. Mal gucken. Geschwächt leider nur. Die Hirtmänner, um hier erstmal aufzuräumen und dann wieder hier rüber kommen zu können, wenn ich, falls hier noch irgendwas steht. Wäre eine Option. Oh, unentschieden, unentschieden, unentschieden. Das ist nicht das, was wir hören wollen. Also von der Kalorie, wie gesagt, ergeben hier wenig, wenig Sinn. Aber die Berserker, die könnten jetzt mal zum Einsatz kommen. 33%. 72%. Geschwächt. Das war schon mal gar nicht so schlecht. Dann können die vielleicht hier runterrücken, auch wenn die, tja, zermürbt sind. Wir hoffen darauf nach wie vor, dass sie sich sammeln. Sie haben eine 20% Chance dafür, jede Runde den Test zumindest zu machen. Und die werden uns hier in der Flanke bedrohen. Deswegen müssen wir die Kavallerie hier hinstellen, um das zu verhindern. So blockieren wir nämlich dieses Feld. Ja, mehr können wir nicht tun. So, was passiert, was passiert? Seine Bogenschützen lösen sich auf. Die Plänkler sammeln sich, die Bogenschützen, ne, Schleuderer, entschuldigt, sammeln sich auch. Ja, hier werden wir beschossen am Hang, das ist okay. Angriff von hinten auf unsere Bogenschützen, die jetzt davon rennen. Und Angriff mit dem General gegen unseren geschwächten, zermürbten Schildwall, der jetzt flieht. Die Kavallerie weicht entsprechend auch aus, das ist klar. Die auch. Ja, und jetzt steht er hier uns im Rücken. Eieiei. Unentschieden wie bei den Berserkern. Ja, eigentlich sind die Hirtmänner da jetzt potenziell überlegen, ne? Das ist das Problem. Hier können wir aber vielleicht eine Zwangspanik erzwingen. So, da kommt die Reiterei, da kommen die Schleuderer. Sind doch dran gekommen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hier haben wir einen schönen Sieg gehabt. Der Gegner hat allerdings standgehalten und fällt uns jetzt da in den Rücken. Und hier mehr Verluste für den Gegner. Wir sind ja beide auf dem steilen Hang. Das war eine sehr interessante Konstellation hier. Und das reinste Chaos auf dem Schlachtfeld. Wir haben schon 32% unserer Armee verloren. Der Gegner ist nur 6. Also, er ist da bald am Sieg.
Hey, eine Einheit, eine fliehende Einheit von uns hat sich gesammelt. Und der General hat sich gesammelt. Huzzah, huzzah. Zwengi leider aber immer noch nicht. Der rennt noch. Ja, er rennt noch. Die Bogenschützen lösen sich auf. Und irgendwo sind wir zermürbt. Ja, leider nicht gesehen, wo. Na gut. So, wir versuchen mal hier irgendwie endlich durchzubrechen. An der Stelle zumindest. Unentschieden, leider. Ja, die Berserker haben jetzt hier keine guten Chancen. Vielleicht können sie die Einheit... Ja. Zumindest die. Und die wurde dadurch geschwächt. Dadurch haben wir deutlich bessere Chancen mit den Berserkern jetzt. Ah, der Gegner hält Stand. Schade. Unsere Einheit geschwächt. Hier muss der General noch gegen seine Flankierer kämpfen. Und unsere Kavallerie ist hier in der Flucht begriffen. Sie soll aber ja hier wieder rüberkommen. Hier, wo wir überall flankiert werden. Da soll sie unterstützen. Ja, die nächste Panik. Das war wichtig. Leider können wir den Schildwall aber nicht mehr drehen. Trotz allem. Base rausgeschossen, aber dafür können wir uns auch nichts mehr so richtig kaufen. Null Schaden. 18% Siegchance hier an der Stelle, weil der Gegner den steilen Hang hochkämpft. 33% hier. Hat sich zurückfallen lassen. Heißt das, wir können die Kavallerie noch drehen? Nicht mal das. Das heißt, auch hier werden wir den Flankenangriff bekommen. Unsere Reiterei wird sicherlich ausweichen. Das könnte nochmal eine glückliche Fügung sein, wenn sie irgendwie da wegrennen. Wir sind übrigens nur noch bei 28%, 16% Differenz. Wir müssen hier mit den Berserkern einfach mal ein paar Siege rausholen. Und diese Flankierungen aushalten. Das ist das größte Problem, weil er so viele Einheiten da hat. Und hier hat er noch keine Flankierung gestartet, interessanterweise. Unentschieden bei den Berserkern, schade. Zwangspanik, Hirtmänner waren das. Das ist gut, leider haben alle umstehenden Einheiten aber standgehalten. Was keineswegs gut ist. Können wir hier runter und uns eindrehen? Nee, also wir sind da echt auf verlorenem Posten, ne? Wenn ich da hingehe, kann er uns trotzdem, glaube ich, flankieren von der Bewegungsreichweite her. So, die Kavallerie darf sich bitte wieder dem Feind entgegenwenden. Und dann haben wir hier unten die nächste Situation. Ein Sieg, der Gegner hält aber Widerstand. Mensch, wir haben oft richtig Pech bei den Würfeln. Richtig Pech bei den Würfeln. Wenn die jetzt hier runterkommen, nee, dann werden sie sofort überrannt. Einzig ist hier noch die Option, hier irgendwie runterzukommen. Stark ungeordnet. Eigentlich müssen wir den loswerden, aber wir müssen ihn auch binden, damit er uns da nicht in die Flanke fällt. Ah. Wir könnten auch, wenn wir hier oben stehen, gar keinen Sturmangriff hier runter machen, interessanterweise. Das heißt, wir müssen ja irgendwo hier hinkommen. Kommen wir mal hier runter dann. Ist nicht schön, weil wir jetzt stark ungeordnet sind und dadurch große Abzüge bekommen, auch die Kampfwerte. Aber hilft ja nichts. So, gucken wir nochmal, ob die unsere glorreichen Wikinger sich hier nochmal tapfer schlagen können. Hier kommt der Flankenangriff auf die Berserker. Die geraten in Panik. Ja, das hatte ich befürchtet. Hier hinten geht der Kampf weiter gegen unsere Huskarls. Und die Kavallerie verfolgt unsere Bogenschützen. Macht sich hier jetzt auch bereit, Vapni zu flankieren. Ist natürlich gar nicht gut. Stand gehalten, Mann! Unentschieden hier, obwohl wir schon geschwächt sind. Das war gut.
hier verfolgt und flankiert. Aber standgehalten. Ja, immerhin. Werden sie uns natürlich aber wieder flankieren können. Also wieder der nächste Flankenangriff. Zermürbt. Sieht nicht gut aus, Leute. Sieht nicht richtig gut aus. Schauen wir mal. Ja, hier jetzt der Flankenangriff. Genau, das war gar nicht gut. Da zum Glück standgehalten. Da können wir uns dann auch gleich entsprechend ausrichten. Das passt. Aber im Großen und Ganzen ist es hier, kann man sagen, vorbei. Unentschieden hier zum Glück. Kommt jetzt der Flankenangriff, der uns schwächt. Den hätte er erst ausführen sollen. Und die stehen auch hinter uns. Nahkampf gegen die Berserker. Die halten Stand, die Berserker. Das war wichtig. So, die fliehen. Aufgelöst. Die haben sich gesammelt auf geschwächt jetzt. Immerhin. So, die Berserker rennen, das ist natürlich überhaupt nicht gut. 40% Siegchance hier. Gegner ist geschwächt. Das reicht uns leider nicht, ne? Hätte schon noch mehr sein müssen. Hier konnten wir uns ja jetzt ausrichten. Unentschieden. Hier sind wir geschwächt gleich, da müssen wir mal gucken, das war auch nur entschieden. Ja, 65%, dass wir hier fliehen, zermürbt. Das heißt, dass wir fliehen, dass wir geschwächt werden. Ja, das ist alles überhaupt nicht gut hier. Da haben wir Siegchancen, unentschieden. Hier der Nahkampf, da werden wir in der nächsten Runde die nächste Flankierung bekommen. Der Oberbefehlshaber ist gefallen. Dafür gibt es übrigens eine 3% Chance, habe ich mir sagen lassen von Butterblümchen. Irgendwie kriege ich das aber dem Gefühl nach ständig. Da habe ich wohl richtiges Pech mit den Würfeln. So, was ist hier drüben los? Die müssen sich weiter sammeln. Vielleicht können die hier mal den Weg versperren. Kommen wir hier auf einen Flankenlauf sowieso nicht, weil wir vor der Einheit die Bewegung gestartet haben. Aber wir bleiben hier in Bereitschaft. Die kämpfen hier gegen beide. Nee, das wird doch alles nichts mehr, oder? Geschwächt und zurückgedrängt. Aber davon können wir uns halt auch nichts kaufen. Der Ansturm hier runter bringt leider nichts. Da werden wir mal das Feuer öffnen. Und die können hier unten anstürmen. Bringt leider auch nichts. Sollen wir das trotzdem machen, hier runtergehen, wegen des Hügels? Vielleicht haben wir Glück, dass wir gesammelt. Nee, sammeln das nächste Runde wieder. Ja, und die werden jetzt hier zerbrechen, nehme ich mal an. Ja, sogar schon gegen den Schildwall. Also. Der hält nochmal Stand hier, kann jetzt aber auch von drei Einheiten angegriffen werden. Wie sind wir denn jetzt? 34%. 40 muss er erreichen, damit wir fliehen, beziehungsweise kapitulieren, besser gesagt. So, ihr haltet die Stellung, ihr auch. Ihr auch, ihr auch, ihr auch. Tja. Wir schrammen am Sieg entlang, Leute. So, dann wollen wir mal. Seine Einheiten fliehen weiter. Da sammelt sich ein Schildwall. Das ist äußerst unglücklich für uns. Hier kommt der Flankenangriff. Die Kavallerie ist zermürbt und gerät in Panik. Ja. Das war abzusehen. Da bricht die nächste Einheit. Naja, und hier sind wir überall jetzt flankiert und umstellt. Unser linker Flügel löst sich in Luft auf. Flankenangriff jetzt auf den General. Hat Stand gehalten. Wow. Ist aber auch umstellt, also.
Der muss einen Kampf nach dem anderen führen, hat schon viele Männer verloren. Nächste Niederlage jetzt unentschieden. Angriff gegen die Kavallerie. Wir haben gesiegt, allerdings hat er sich wieder zurückfallen lassen. Nächste Panik. Er ist jetzt bei 45%, also das ist der Sieg dann für ihn. Wobei ich glaube, wir können unseren Zug noch spielen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht sammelt sich ja doch noch jemand. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Hey, Stand gehalten! So, wo sind wir? Irgendwie manchmal zentriert es nicht auf den Kampf. Weiß auch nicht, woran das liegt. Feind zermürbt. Wow. Der Sieg ist nah, Leute. Nicht. Hier leichter Vorteil im Unentschieden für uns. Die eine hat sich gesammelt, die auch. Und hier, unser General hat sich auch gesammelt. Trotzdem sind wir immer noch bei 45% geflohener Einheiten. Und haben damit die Schlacht verloren, liebe Leute. Es lässt sich nicht leugnen. Eine Niederlage. Wir sind nicht mal mehr zum Zug gekommen. Wir durften nur noch mit zusehen, wie wir hier verloren haben. Also er hat 15.000 Mann aufgestellt. 3.000 Mann mehr als wir. Und er hatte den Geländevorteil, muss man ganz eindeutig sagen, auf der rechten Seite, wo unsere Hauptkampflinie war, weil er vom Hügel runter angreifen konnte mit den offensiven Schildwalleinheiten. Ja, und hier drüben auf der linken wurden wir einfach, ja, zahlenmäßig überwunden, wobei die Kämpfe auch ehrlich gesagt nicht gut gelaufen sind. Also, tja, 6.600 Mann verloren, davon 3.000 gefangen oder desertiert, 2.000 verwundet. Das war eine Niederlage, liebe Leute. Ich denke aber, wir kriegen da nochmal ein Rematch hin mit anderen Fraktionen vielleicht und mit einer etwas besseren Karte für uns auch. Bin da sehr gespannt drauf. Auf ein weiteres Match gegen Richard York. Schaut doch auch mal bei ihm auf dem Kanal vorbei. Und dann heißt es wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, euer Jan.